Heute beim elektrischen Reporter Kleinstaaterei, Historienhäppchen und Tilesharing. Ich habe sie erwartet. Im Jahr 2010 schlugen eine Handvoll Journalisten und Netzaktivisten das Internet für den Friedensnobelpreis vor. Und fraglos hat das Netz in Sachen Völkerverständigung und grenzüberschreitendem Denken Großes bewirkt. Doch damit könnte bald Schluss sein. Denn es entwickelt sich gerade ein Trend zur digitalen Kleinstaaterei, wie unser erster Beitrag zeigt. Das Netz schert sich nicht um Nationalstaaten und nicht um ihre Grenzen. Davon sind nicht alle Regierungen begeistert. Autoritäre Regimes wie die in China, Bahrain, Saudi-Arabien oder im Iran haben bereits nationale Netze errichtet, deren Verkehr sie genau kontrollieren können und die nur an überwachten Datengrenzübergängen mit dem Internet verbunden sind. Aber auch jenseits totalitärer Strukturen gibt es digitale Separationsbestrebungen. Leise und unbemerkt entstehen Grenzbefestigungen im Netz. Also eigentlich ist es bisher so, dass der Datenverkehr technischen oder wirtschaftlichen Bedingungen folgt. Und jetzt versuchen die Staaten, die Datenpakete in ihren einzelnen Ländern zu lassen und damit auch ihren eigenen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu unterordnen. Und jedes Land gibt sich selbst eigene Netzregeln. Großbritannien zum Beispiel. Auf der Insel sperren Internetprovider seit Anfang des Jahres alle Angebote, die sie für Pornografie halten. Wer nacktes Fleisch sehen will, muss seinen Anschluss dafür extra freischalten lassen. Netzaktivisten befürchten, unter der Fahne des Jugendschutzes könnten auch ganz andere Seiten gesperrt werden. Das ist ein sehr, sehr intransparentes Verfahren und man sieht die britische Regierung auch schon hier und da dabei, wie sie versucht, politische Meinungen und politische Berichterstattung mithilfe dieser Sperren zu unterdrücken. Tatsächlich sperren die übereifrigen britischen Jugendschutzfilter schon jetzt immer wieder auch Sexualaufklärungswebsites oder Anlaufstellen für Opfer sexualisierter Gewalt. Auch Infoseiten zu häuslicher Gewalt geraten auf die Sperrlisten. Dessen ungeachtet, neben pornografischen sollen in Großbritannien in Zukunft auch sogenannte extremistische Inhalte gesperrt werden. Oder was man eben dafür hält. Großbritannien hat sich dort eine Sperrinfrastruktur aufgebaut, die für die Kontrolle der Bevölkerung und für die Informationsflüsse der Bevölkerung sehr, sehr heftig schon genutzt wird. Ein Auslöser für die neue digitale Kleinstaatlichkeit sind die Enthüllungen über die allgegenwärtigen Netzbespitzelungen durch amerikanische und andere Geheimdienste. Aus Verärgerung darüber will etwa die Regierung in Brasilien mit dem sogenannten Marco Civil da Internet ein Gesetz erlassen, das jeden, der über das Netz Informationen oder Dienste in Brasilien anbietet, dazu zwingt, das auf brasilianischen Webservern zu tun. Außerdem muss er einen gesetzlichen Vertreter im Land haben. Zusammengenommen käme das einer de facto Abschaffung des Internets in Brasilien gleich. In dem Moment, wo ich, egal aus welchen Gründen, ob es wegen dem Datenschutz ist, wegen der nationalen Sicherheit oder auch einfach ganz offen wegen der Kontrolle meiner Bürger hergehe und die Grenzen des im Internet nationale Grenzen errichte, mache ich das kaputt, was das Internet eigentlich ausmacht. Brasilianische Verhältnisse haben wir in Deutschland noch nicht. Aber auch hier haben Internetprovider und Politiker schon laut über eine Art Deutschnet nachgedacht. Deutsche Daten sollen nach diesem Plan nur noch über deutsche Leitungen, über deutsche Server und über deutsche Router fließen. Experten halten davon überhaupt nichts. In dem Moment, wo ich also ein Netz konstruieren will, das es nicht zulässt, dass internationaler Datenverkehr frei fließt, habe ich vielleicht so eine Art Deutschland-Intranet. Aber es ist einfach kein Internet mehr. Zumal diese Form des Netzseparatismus gegen Geheimdienstspionage wohl überhaupt nicht hilft. Im Gegenteil. Der Datenverkehr wird in einzelnen Landesknotenpunkten konzentriert. Und hier besteht schon die Gefahr, dass die Daten viel einfacher, viel schneller und in viel konzentrierter Form von den eigenen inländischen Sicherheitsbehörden überwacht und kontrolliert werden können. Derweil schreitet die Fragmentierung des Webs weiter voran.
Pessimisten fürchten, die Zeit, in der jeder auf der Welt unter der gleichen Webadresse die gleiche Webseite zu sehen bekommt, könnte schon bald Geschichte sein. Das Denken in Grenzen ist oft identisch mit begrenztem Denken und beides endet oft fatal bis katastrophal. Über die Erinnerung an eine dieser Katastrophen, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Moritz Hoffmann, ich bin Historiker und ich bin der Kopf hinter 9NOV38 auf Twitter. Wir haben versucht, die sogenannte Reichspogromnacht von 1938 bei Twitter nachzuzeichnen, also immer möglichst urzeitgenau, aber auf jeden Fall tagesgenau die Ereignisse 75 Jahre später über Twitter zu verbreiten. Was Twitter besser als anderen Medien kann, meiner Meinung nach, nämlich diese Zeitlichkeit abbilden. Das heißt, wir hatten immer so zwischen 10 und 40 Tweets pro Tag und in der Nacht vom 9. auf 10. November hatten wir dann alle 2 Minuten was. Also es hat sich eine unheimlich hohe Frequenz ergeben, die gezeigt hat, was für ein unheimlich gewaltsamer Ausbruch an Aktivitäten und Pogromen das war. Und das kann man mit einem Film nicht abbilden, denn der dauert 90 Minuten und den guckt man in 90 Minuten und das Buch liest jeder so schnell er will und kann. Und bei Twitter kam es halt immer weiter, die ganze Zeit und in schneller Abfolge. Wir haben gesucht noch nach Informationen zur Reichspogromnacht im Rheinland und da bin ich in irgendeinem Absatz darauf gestoßen, dass die Karnevalisten eben völlig ungerührt die Saison begonnen haben und habe ich sofort gemerkt, das ist was jeden erstmal ins Mark trifft. Ganz viele User, die aus Köln kamen, haben eben um 11.11 Uhr geschrieben, dass es jetzt losgeht und wir kamen dann mitten rein und das hatte schon, glaube ich, einen gehörigen Eindruck auf die meisten unserer Follower. Ich kann das gut nachvollziehen, dass Leute finden, dass das zwischen den Banalitäten, die sie sonst in ihrer Timeline haben, nichts verloren hat. Aber dafür sind wir nicht verantwortlich, was der Rahmen der eigenen Timeline jedes Followers ist. Also ich nehme das als Kritik gerne an, aber wer es nicht lesen möchte, der muss uns ja nicht folgen. Es ist ja jeder freiwillig dabei, der es liest. Wir stehen jetzt vor diesem Account mit 11.000 Followern und denken uns, das ist eine Voraussetzung, die wir nicht einfach wegwerfen können, indem wir einfach gar nichts mehr damit machen. Wir werden das auf jeden Fall irgendwie weiterführen. Und nun, ganz ohne Überleitung zu etwas völlig anderem, aus Filesharing wird Tilesharing. Etliche Plattformen im Netz erlauben uns neuerdings nicht nur in der digitalen, sondern auch in der Kohlenstoffwelt Dinge miteinander zu teilen, von der Bohrmaschine bis zum Eigenheim. Doch juristisch ist das oft Neuland, wie unser nächster Beitrag zeigt. Wenn Maja Lützkendorf ihr Gästebett frisch bezieht, dann nicht unbedingt, weil sie Freunde oder Verwandte erwartet. Maja teilt ihre Wohnung in Berlin mit Wildfremden. Über das Internet-Sharing-Portal Airbnb, das steht für Air Bed and Breakfast, bietet sie das kleinste Zimmer in ihrer WG Gästen aus aller Welt an. Die Erfahrungen, die sie dabei als Gastgeberin gemacht hat, haben all ihre Erwartungen übertroffen. Wenn wir einen neuen Gast begrüßt haben, war ich überrascht, wie toll die waren. Ich habe wirklich bei ganz vielen gedacht, oh Gott, ich will, dass du mein nächster Freund wirst. Ich fand wirklich, wir haben so tolle Gäste gehabt, dieses letzte Jahr hat mir ganz viele neue Herzensfreunde beschenkt. Zwar bezahlen die Airbnb-Gäste für jede Übernachtung, ein Geschäft wollen Maja und ihre Mitbewohner allerdings nicht daraus machen. Das Geld betrachten sie eher als einen Kostenbeitrag für Heizung, Strom und Kaffee. Und nicht wenige ihrer Gäste lädt Maja ein, wiederzukommen. Dann natürlich kostenlos. Aber bei Airbnb tummeln sich auch Vermieter aus einer ganz anderen Kategorie. Sie mieten gleich mehrere Stadtwohnungen an, wandeln diese kurzerhand in Dauerferienwohnungen um und entziehen so den Berlinern dringend benötigten Wohnraum. Gegen dieses Problem will das Land Berlin jetzt vorgehen. Mit einem Zweckentfremdungsverbot. Wir haben
etwa 12.000 Ferienwohnungen in der Stadt, die sich in der inneren Stadt konzentrieren, innerhalb des S-Bahn-Ringes. Also in dem Bereich der Stadt, wo der Mietermarkt eben besonders angespannt ist, wo die Nachfrage besonders groß ist. Und die Idee ist einfach die, dass wir diese 12.000 Wohnungen innerhalb der nächsten Jahre zurückführen in den normalen Mietenmarkt. Maja selbst wird vom Zweckentfremdungsverbot nicht betroffen sein. Dazu müsste sie schon ihre komplette Wohnung dauerhaft bei Airbnb einstellen. Aber trotzdem ist das Berliner Gesetz auch eine Reaktion auf die Sharing Economy und auf die rechtliche Grauzone, in der sich vieles hier abspielt. Welche wirtschaftlichen Konsequenzen es haben kann, wenn viele Menschen ihren Besitz miteinander teilen, das muss gerade die Branche der Autovermieter schmerzhaft erleben. Denn privates Carsharing über das Internet ist so erfolgreich, dass der Autovermieterverband gegen die Plattform Autonetzer Klage eingereicht hat. Die Forderung: Jeder, der sein Auto bei Autonetzer oder einer anderen Plattform einstellt, soll dieselben Auflagen erfüllen wie ein professioneller Anbieter, etwa Sixt oder Europcar. Wir erhoffen uns, dass die Halter dieser Fahrzeuge verpflichtet sind, ihre Fahrzeuge so zuzulassen, wie es der Gesetzgeber vorschreibt, damit die Sicherheit der Fahrzeuge gewährleistet ist und dass die Plattformen, über die diese Fahrzeuge angeboten werden, das nicht ignorieren können, sondern das in ihre Bedingungen aufnehmen müssen. Annette Rammershofen ist eine dieser Carsharing-Nutzerinnen. Dass die Autos, die sie sich leiht, oft schon etwas älter sind als die Neuwagen der kommerziellen Anbieter, stört sie nicht. Viel wichtiger als die Intervalle zwischen zwei Inspektionen ist für Annette etwas anderes: Vertrauen und der persönliche Umgang. Ich habe nur bei zwei Leuten bislang Autos ausgeliehen, aber dafür mehrfach. Der eine, es ist wirklich hier fast um die Ecke. Und dass man dann natürlich das wie so ein, eher wie so ein Kumpel dann, ne, mit dem Verhältnis hat und sagt, na, wie ist es, kann ich dein Auto heute haben? Teilen macht einfach mehr Spaß als mieten. Das ist wahrscheinlich der größte Vorteil der Sharing Economy gegenüber kommerziellen Angeboten. Und manchmal verändert sich durch Teilen nicht nur das Verhältnis zu den Dingen, sondern sogar zu einem selbst. Wir sind auch selber dadurch viel großzügiger geworden. Also das ist ja ein Geben und Nehmen. Wie ich mich verhalte, so spiegelt das der Gast oft. Natürlich gibt es keine Garantie, dass man als Nutzer von Sharing Economy Angeboten nicht auch enttäuscht oder übers Ohr gehauen werden kann. Das aber passiert selten, trotz steigender Umsätze. Und das wiederum gibt einen Hinweis darauf, wie groß das Sharing-Phänomen noch werden kann. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, sagt ein chinesisches Sprichwort. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.